Hi, ich bin Vivi und ich befinde mich seit 48 Tagen auf einem Kreuzfahrtschiff, nämlich der Aida Sol, und wir fahren mit ihr 117 Tage um die Welt. Wir waren jetzt vor kurzem in Tahiti und in Moria, und was wir dort erlebt haben, seht ihr in diesem Video. Viel Spaß! Tahiti hat uns erstmal mit einem Regenschauer begrüßt. Das war nicht ganz so schlimm, da es immer noch sehr warm war, nämlich 28 Grad, aber schöner wäre es natürlich bei Sonnenschein gewesen. Am ersten Tag sind wir dann erstmal durch die Markthalle gegangen. Und dann noch ein wenig durch die Stadt, wobei die uns jetzt nicht so besonders gefallen hat. Am Abend sind wir noch in eine kleine Rooftop-Bar gegangen und haben dort einen Geburtstag gefeiert. Am nächsten Morgen haben wir uns für einen lokalen Guide entschieden, der eine Sightseeing-Tour für 40 Euro angeboten hat. Er hat uns in circa 5 Stunden die Highlights der Insel gezeigt. Hier waren wir zum Beispiel bei einem Wasserfall. Und diese schwarzen Strände auf Tahiti sind sehr berühmt und auch ich fand die einfach wahnsinnig toll. An vielen dieser Orte hat man auch AIDA-Busse gesehen und die haben für die Tour wahrscheinlich um die 100 Euro oder sogar mehr bezahlt. Thank you.
Abend gab es noch einen Tahiti-Burger mit Vanille-Mayo. Der war jetzt nicht schlecht, aber ich würde ihn mir nicht unbedingt nochmal bestellen. Am nächsten Morgen waren wir dann schon auf der wenig entfernten Insel Morea und auch hier haben wir uns für einen lokalen Guide entschieden. Dieser hat nämlich die Tour, die wir machen wollten, angeboten für 30 Euro. Wir waren nämlich erstmal mit Haien und Rochen schnorcheln. Und dann wurden wir auf eine Art Privatinsel gebracht, wo wir dann noch Zeit zum Baden hatten oder zum Sonnen oder zum Essen. Hier durften wir tatsächlich so lange bleiben, wie wir wollten, und wir fuhren nach knapp 3 Stunden zurück zum Hafen. Und am Ende sind wir noch ein wenig spazieren gegangen. Kommen wir natürlich auch noch mal wieder zu der Bewertung von Tahiti und Morea. Das sind ja jetzt 2 getrennte Inseln, aber die gehören zusammen, deswegen werde ich die Bewertung auch zusammen machen. Bei dem Sicherheitsgefühl habe ich eine 10 gegeben. Also man hat sich wirklich überhaupt gar nicht bedroht gefühlt oder sonstiges. Im Gegenteil, die Menschen waren super nett und zuvorkommend. Also wirklich, das waren wirklich sehr, sehr liebe Menschen und deswegen eine 10. Bei der Landschaft habe ich eine 9 gegeben. Wie gesagt, ich war ein bisschen enttäuscht von Tahitis Innenstadt. Im Umland war es dann auf jeden Fall schöner und in Morea, das war wirklich wie im Paradies. Deswegen 9 Punkte, aber natürlich mit Potenzial zu 10. Bei den Aktivitäten habe ich 9 Punkte gegeben. Man kann wirklich super viel machen, gerade wenn man sich für Wassersport interessiert. Deswegen 9 Punkte. Bei dem Budget habe ich leider nur 7 Punkte geben können, weil es war wirklich alles sehr, sehr teuer. Ein Magnet hat circa umgerechnet 8 Euro gekostet, was ich schon sehr viel finde. Und so ähnlich waren die Preise auch bei den anderen Sachen. Bei dem Wiederholungsfaktor habe ich 5 Punkte gegeben. Ich glaube, wir haben jetzt sehr viel gesehen von Tahiti und eigentlich alles von Morea und deswegen nur 5 Punkte, auch wenn es sehr schön war. Insgesamt bekommt Tahiti und Morea von mir 8 Punkte.
Und damit war es jetzt auch schon wieder von diesem Video. Wir sind jetzt demnächst in Rarotonga und dort haben wir von AIDA einen Ausflug gebucht, nämlich eine Fahrradtour. Und da bin ich auch sehr gespannt drauf und ihr könnt auch gespannt sein, denn das seht ihr natürlich im nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch erstmal einen schönen Tag und sag bis dahin. Tschüss!